Konnichiwa, bitches! Was geht ab? Weiter, Junge, mit Gulasch und Wurstsuppe. Ah, oh, lecker. Ich hab voll Bock drauf. Ist das hier noch sauber? Wir sind noch nicht so wirklich jetzt arg viel weitergekommen. Ich sammle erstmal hier die Einzelteile ein. Was? Ja, das ist dein Job. Ja, ja. Ah, shit. Kann man gutes Steak draus machen. Kann man gutes Steak draus machen. Glaub mir, ich verkaufe dir mal mexikanische Restaurants. Die kaufen jeden Scheiß. Hier, willst du eine Coke? Was ist denn das? Coke? Jingo Pop. Warum nicht Gringo Pop? Gringo Pop. Das klingt mir eine schlechte Spaghetti-Western-Musikrichtung. Gringo Pop, Mann. Spaghetti-Western, was? Ey, mein Vater schaut sich immer Spaghetti-Western an, so diese alten, alten italienischen, amerikanischen Western-Filme, Mann. Ultra lustig. Schon wieder Haare im Auge. Was tust du denn sowas? Da fange ich immer an. Ich hatte damals eine auf der Schule, die hat immer so übertrieben geblinzelt, weil die immer so extrem viel Mascara drauf hatte, Alter. Oh. Die hat halt wirklich dreimal die Sekunde oder so, hat die so mega so mit dem ganzen Gesicht geblinzelt. Im ganzen Gesicht geblinzelt. Ja, das war halt schon echt komisch. Ey, mach mal deine Gesichtsfortsetzung, Mann. Was zur Hölle? Wie blinzelt man? Was zur Höhle, Mann? Blutige Höhle. Holy shit. Ich blinzel nur ultra oft, wenn ich nicht geschlafen habe. Wenn ich irgendwie die Nacht durchgemacht habe, ja, dann muss ich immer ultra oft blinzeln, weil meine Augen einfach so fertig sind. Das ist aber auch mega nervig. Ich kann mich dran erinnern. Festivals sind immer ganz böse. Echt? Ja, schon. Sagen wir so, seit auf einem Festival mal einer auf mein Zelt gefallen ist, während ich geschlafen habe, schlafe ich nicht mehr so gerne auf Festivals. Au. Oh. Ja, gut. Ja, gut. Schlechte Erfahrung, ganz klar. Aber naja, das Ding hier mit. Ich fand es ja so lustig auf dem Summer Breeze, als der Wolverus aus dem Zelt kam mit so einem YouTube-Money-T-Shirt. Ich hab halt voll applaudiert. YouTube-Money! So. Ja. Ich hab ja noch einen Eimer mitgebracht. Und dann hat er ja irgendwann so ein Abo-Treffen gemacht. Und hatte ja auch das als Video angekündigt und hat auch gemeint, ich wäre da auch. Und ich hatte auch echt vor, hinzugehen, aber ich war einfach zu betrunken. Das haben wir nicht da gewesen dann. Ja, wir hatten Kanadier getroffen und Franzosen. Und mit denen haben wir uns dann irgendwie so vor die Bühne gesetzt. Um uns rum standen lauter Menschen einfach. Und wir saßen da. Shit. Okay. Und es war einfach viel zu lustig. Und ich konnte nicht weggehen, weil mein Bester irgendwie verschwunden war. Okay. Das war an dem Abend, wo er dann so übel abgekackt ist. Ah, ich erinnere mich an diese Geschichte. Alle anderen tun's nicht. Da siehst du mal. Bringt sich Spaß. Da siehst du mal. Okay, ich tu mal den HP-Trank wieder wegkippen. Braucht kein Mensch. Ja, guter Plan. Bring auch einen neuen mit. Das ist eine gute Idee. Da steht, glaube ich, nur noch einer. Ich lasse mal noch ein paar raus. Ich fühle mich wie in Tokio irgendwie. Die haben auch für jeden Scheiß Automaten. Die haben bestimmt auch einen Automaten, wo ein Eimer Wasser rauskommt. Kannst immer mal brauchen in den Straßen von Shibuya. Und irgendwie dein Ginseng. Kannst du brauchen, um Avril Lavigne wegzuspülen. Ja, zum Beispiel. Aber wenn du mal dein Ginseng plötzlich gießen musst, spontan. Ich. Was? Das klingt nicht gut. Das ist ein bisschen schwierig, das zu steuern, wenn du die ganze Zeit durch die Gegend glitscht. Was ist eigentlich hier mit denen da? Mit wem da? Mit den Shells? Ich hab keine Ahnung. Das sind M4-Patronen, wie es aussieht. Das ist mir vollkommen wurscht. Ja, komm. 5,67 oder so. Ich weiß ganz genau, dass mich irgendeiner in den Kommentaren verbessern wird, wie groß dieses Kaliber ist. Von dem her sage ich jetzt einfach mal gar nichts. 5, irgendwas. Oh, das ist ein 7er. Fuck you. Ich putze die Wand jetzt. Diskutiere ich doch gar nicht über so eine Scheiße. So, haben wir hier noch irgendwo was? Wir sind hier durch, könnte es sein? Mal riechen? Mal riechen, oh ja. Mal an dir riechen. Hopp, da macht's Ping-Ping bei dir. Warte mal. Das sind wahrscheinlich die Kisten, wo es ausschlägt, ne? Ja. Ja, die Kisten. Au! Ich hab mir den Kopf angeschlagen, glaube ich. Aber heftig. Hier schlägt's auch an. Was ist denn hier? Ist da irgendwas dahinter, oder? Was ist da? Was ist da? Sag mal, was da ist. Also nicht mehr viel jetzt. Geh mal weg. Kann man die kaputt machen? Oder ist das Zeug, was hier weg muss? Ich weiß nicht. Müssen wir dieses Bier her sind, das ist ein Match hier. Wahrscheinlich müssen wir das auch wegpacken, oder?
Oh, Alter, das wäre ja... Ich habe keine Ahnung. Ich nehme es mal mit und werf's in den Ofen. Mal gucken, was passiert. Wenn die Flamme grün wird, dann laufe ich, okay? Ich glaube, ich gehe lieber mal mit und guck. Der Absinth-Dämon. Oh. Passiert was? Naja, es brennt. Aber es ist nicht wirklich eindrucksvoll. Toll. Keine Ahnung. Wahrscheinlich geht der Ofen jetzt, okay. Man kann halt auch nicht sagen, wahrscheinlich geht der Ofen jetzt in Flammen auf. Das ist schon passiert. wahrscheinlich explodiert er gleich. Ja, dann lieber schnell weg. Wir müssen es noch nicht mal anfassen, dass es brennt. Okay, ich weiß übrigens auch gar nicht, woran man merken soll, dass man fertig ist, ne? Ach so. Weißt du, ob dann irgendeine Meldung kommt oder so? Du hast dein Level gar nicht zu Ende gespielt. Nee. Werden wir dann ja hoffentlich sehen. Oder auch nicht. Ja. Wird schon. Aber ich meine, bei den Leichen da kann ja nicht sein, dass da. Guck mal! Bäh! Pack ihn ein! Pack ihn ein! Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt er da wieder mit seinem langen Teil. Ja. Es kann mal passieren, es tut mir leid. Auch ein Toter braucht mal Luft. Oh shit. Was war das denn für ein Trampolin? Boah, vorsichtig. Ich darf nicht den Eimer umwerfen. Ich darf nicht den Eimer umwerfen. Ich auch nicht! Ich slide hier gerade rum, es ist furchtbar. Ja, geht doch. Jetzt mal die Rillen schrubben. Ich war gegen den Eimer geboxt. Ach, bah, da liegt wieder Zeug rum. Diesmal sehe ich sogar ich, das ist ein Schild. Da ist noch ein Auge drin. Okay, das ist scary. Und tschüss. Oh, das sieht aus wie eine Flöte. Jedes zweite Ding sieht aus wie eine Flöte. Ach, da oben sind wir auch schon gestartet, okay. Echt? Das heißt, wir müssen es bald auch schon haben, theoretisch, ja. Wir sind theoretisch einmal komplett dann rum gewesen. Oh, krass. Das wäre ja der Hammer. Das wäre gut. Der passt nicht rein. Ja, dann... Drehen... Nein, nicht rausfallen. Ja, egal. Soll ich dir noch eine Kiste holen? Ich hole fast schon. Lauf ja, nicht zurück mit der Kiste. Ich sammle das Zeug nämlich nicht auf. Okay, dann holst du die Kisten und ich sammle es auf. Irgendwas brauche ich ja zu tun. Da ist ein Fleck. Nein, damit. Na, dahin. Und da steht Frostschutzmittel. Frostschutzmittel? Frostschutzmittel. Frostschutz. Frostschutzmittel? Übrigens, hast du eigentlich hier dieses Ding da gesehen? Da kann man nicht nämlich eine Laterne rauslassen. Wow, okay. Wird es irgendwann dunkel? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wozu das ganze Zeug gut sein soll. Habe ich bisher nicht rausgefunden. Wird man ja dann sehen. Erste-Hilfe-Zeug, bla bla. Ja, ein was zur Hölle soll uns hier denn angreifen? Ein Toilettensitz. Nimm mal eine amazing. Ich habe keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Guck mal, das Schild. Kannst du mir das auf den Kopf setzen? Hoffentlich. Warte. Ich glitsch weg. Schade. Oh, du sitzt auf... Okay. Du kannst auf meinem Sitz laufen. Stell dich mal... Oh. Warte mal ganz kurz. Stell dich mal drauf. Guck mal, was geht. Kann ich dich tragen damit? Guck mal, kannst du sitzen... Oh, wir können Sitz surfen! Das ist fucking awesome! Ey. Fäkalschlacht im Analschacht. Ich lass dich fallen, ja? Moin! Das war schön. No. Wir sollten nachher noch auf irgendwas anderes rumsliden. Auf irgendwelchen Alien-Kadaver teilen oder so. Okay. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Schau das mal an. Kriegst du die da raus? Was? Wo bist du denn? Wo in den Po? Ah nein, ich hab's. Alles gut. Ich hab's. Kein Problem. Die Kiste ist gerade ins Bett geglitscht. Eigentlich wollte ich eine neue Kiste holen. Eine Kiste, die weiß, was sie will. Dann war ich irritiert von Toilettenbrillen. Das kann schon mal passieren. Die haben auch eine komische Faszination auf manche Leute. Toilettenbrillen? Scheiße, ja. Warum heißt das nicht Toilettenmonokel? Richtig, das ist eine berechtigte Frage. Ach so, das ist ja... Oh, ich mach Sauerei, scheiße. Ja, lass das mal, ich bin hier fürs Wischen. Okay. Du räumst nur Zeug weg. Ist ja gut. Weil ich dafür zu dumm bin. Kriegen wir hin. Arbeitsteilung. Ja. Dort. Oh, hab ich getroffen? Oh, ja. Ich werd bekloppt. Du hast getroffen, yay. Wir bringen dich groß raus. Würmchen? Liegt ich trau mich, diese Box anzufassen, weil die macht schon wieder so seltsame Geräusche. Alles gefährlich, dann kippt sie gern mal um irgendwie. Mhm. Oh, guck mal, hier ist auch noch eine volle Box. Scheiße, die war zu voll. Der hat einen überladen ein bisschen. Oha.
bring die mal zurück, schnell. Du siehst halt gar nichts mit der Box, Mann. Ja. Na gut. Ein Bein. Eine Uhr. So. Haben wir noch Boxen? Soll ich welche mitbringen? Ich weiß nicht, ob wir noch welche brauchen. Ich bring noch mal welche mit. Wir haben ja noch zwei halbvolle hier nur. Okay, ich bring mal eine noch mit. Und die eine ist gerade umgefallen. Oh, schön. Ja, aber da haben wir eine leere. Yay. Vorsichtig. Vorsichtig. Gut machst du das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Oh! Man soll den Troll nicht vor dem Abend loben. Was für eine Brühe hier. Hallo? Ah! Ah, wir haben's. Das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Das war's. Wir haben gar nichts. Was? Also, oh das, Gott, oh Gott, hier ist glitschig. Deswegen, oder? Ist hier glitschig und... Was ist hier los? Ja genau, da bin ich vorhin auch hingerutscht. Ich habe keine Ahnung, was da eigentlich los ist. Oh, hier. Die Kiste zuppelt, alles ist... Oh Gott, bringst du das mal weg? Bring ich weg. Ja, okay. Greift er dich an? Der will nur spielen, keine Angst. Lass uns gehen. Nein, nicht das Bein. Die Kiste hätte ich gerne. Vorsichtig. Und tschüss. Vorsichtig. Ich glaube, ich habe irgendwas verloren unterwegs. Oh, holy fuck. Oh ja, du hast was verloren unterwegs. Na gut, das trage ich jetzt einzeln. Da brauche ich mir keine Kiste dafür. Das ist doch absurd. Oh Gott, da passt gar nichts mehr rein, was. Ja, muss warten, bis es weg ist. Weißt du, kann man mit der Lampe vielleicht irgendwie so an Stellen leuchten und dann leuchten da so restliche Blutflecken oder so? Ach so, so, so schwarzlichtmäßig. Oh, holy shit. Oh, shit. So viel zur Lampe. Ups. Jetzt wissen wir, was wir damit machen können. Feuer. Ja, und noch mehr Dreck. Oh nein. Hat das auch für eine Sauerei gemacht? Shit. Ja. Ey, komm schon. Du hast nicht echt einen Eimer jetzt umgekippt. Was? Doch, er hat einen Eimer umgekippt. Das ist nicht witzig. Es ist nur ein Bein. Es ist nur ein Bein. Oh, das ist schon wieder vor die Spuren. Shit. Oh, Mann. Hier kommt einer. Haha. Ja, willkommen im Club. Probieren wir es mal nochmal. Drop. Ey, warum droppen die alle? Aber du hast nochmal drauf gedrückt, deswegen. Dachte doch hab grade. Ich gar nicht. Nein. Hab ich gar nicht. Nein. Nicht mit Absicht. Schon okay. Ich hab dich auch nicht verurteilt. Das war nur eine Feststellung. Oh, fuck, super. Kannst du mal da drin bleiben jetzt? So eine Kacke, ich geh mal da nach vorne. Ich glaube, dann haben wir es. Also zumindest was Blut angeht, müsste es gewesen sein. Ja. Schauen wir mal durch. Können wir hier noch rein? So, ich probier mal. Ich guck mal, was hier abgeht mit der Nase. Aber müssen wir wahrscheinlich verbrennen, den Scheiß hier. Ist das jetzt schon ein Ausschlag? Weiß ich, juckt's. Könnte sein. Ich meine, es pinkt halt noch die ganze Zeit. Ey, ich verstehe diese Nase echt nicht. Ich habe keine Ahnung auf... Mehr als woanders. Oh, wir haben ja noch Blut vergessen im Käfig. Okay, ist weg. Hm. Haben wir noch einen Käfig vergessen vielleicht einfach? Ich glaube, wir müssen irgendwie diese Leichensäcke auch noch loswerden, aber ich habe keine Ahnung wie. Weil das... Da wir brauchen voll den halt großen Ofen dafür. Da pinkt halt, ja. Ha. Eigentlich müsste man die zu zweit da reinhieven, aber ich glaube nicht, dass zwei Leute das gleiche Item hieven können. Ich glaube auch nicht. Nein, kann man hier rein. Ich würde übrigens hieven, ist voll das tolle Wort. Hieven ist Hammer. Ja. Attention, do not pull gum around device. Wett? Was? Attention, do not... What? Punch-O-Matic? Was ist das Ding im Eingang? Soll ich es mal aktivieren? Was? Ich habe keine Ahnung, was man mit diesem Ding anstellen kann. Ich auch nicht. Please swipe your card and pull the crank. Attention, do not pull gum on or around the device. Any and all perpetrators will be bumped for, was? Assessment. Soll mal draufdrücken? Aha. Make your choice to exit. Aha. Ach, man kann... Das ist, wenn wir fertig sind, oder was? Ach, man kann einfach gehen und man kriegt am Ende einfach eine Bewertung oder so. Oh. Echt jetzt? Ich weiß es nicht. Aber dann sollten wir vorher noch irgendwie ein bisschen sowas hier loswerden. Gut, und so. Dass wir das Spiel, das wir Let's Playen, so gut verstehen. Ja.
Absolut. Aber ich glaube, beim nächsten Level wird das auch irgendwie besser. Ja, braucht schon Vorbereitung. Eben, das ist ja viel lustiger, wenn man es nicht ist. Also wenn man nicht vorbereitet ist. Ist da was drin? I don't know. Haben wir noch hinten irgendwo einen Eimer? Ich guck mal hier nochmal in die anderen Räume rein, ob da noch irgendwo Shit rumliegt. Ja, du kannst ja mal gucken, ob du die blöde Nase verstehst. Ja, stimmt. Also wenn man... Da hat irgendwie zwei verschiedene Modi. Autsch. Ja, den blauen und den grünen. Ja, richtig. Aber man hat auch irgendwie gar keinen. Das ist strange. Lol, war der Eimer gerade noch voll? Lol, was passiert denn jetzt? Was zum... Die tanzen. Also hier piept's auf jeden Fall gerade. An dir wird's nicht... Ja. Momentan gerade schon. Ja. Aber hier wird's schneller. Wo ist meine Nase? Hier. Was? Okay. Ich glaube, du solltest mal ganz kurz herkommen. Was ist? Da geht's doch höher. Oh Gott, echt jetzt? Da liegt noch ein Teil rum. Warte, ich schmeiß es mal kurz weg. Ich glaube, da geht's noch höher. Oh, das ist der Ausgang. I don't know. Ich komme gleich wieder. Tschüss. Hast du wieder hochgeschickt? Oh, what? Goddammit. Oh. Hallo, was ist da? Was ist das? Das ist Lower Level, ne? Das noch. Das müssen wir ab. Das ist dreckig. Das ist nicht sauber. Oh, scheiße. Komm schon. So viel zum Thema. Ja, ich glaube, wir haben es jetzt. What? Das ist einfach voll toll. Das geht ja gar nicht. Wir müssen mal runter und Eimer holen. Yep. Ich bin tot. Was? Du hast mich in die Tür eingequetscht. Habe ich einen Plus hier an meiner Zeit? Aber au. Kann ich dich mitnehmen? Kann ich dich verbrennen? Oh, guck mal, nee. Beta-Gott 2. Ich bin neu gespawnt. Alles gut. Du bist reinkarniert. Schön. Ja, so viel zu, wir haben es gleich. Ja, ohne Scheiß mal. Was zur Hölle? Papa. Nochmal einen kompletten... Oh. Vielleicht macht die Lampe dann auch irgendwann Sinn. Das ist doch jetzt voll die Pros und voll geübt, Mann. Wir sind Ultra-Pros. Ich hol mal nochmal einen Wassereimer. Das ist kein Wassereimer. Ich fahr das Zeug mal eben hoch. Weil sonst... Oh, lol, lol, lol. Was ist los? Macht alles krass. Ich glaube einfach mal, wir brauchen noch ein paar mehr Eimer da oben, deswegen sehe ich die schon mal hier neben der Tür. Ja, ich muss hier eh schon mal mit dem Wischen ein bisschen anfangen. Eine Lampe wäre, glaube ich, tatsächlich nicht schlecht. Eine Lampe, echt? Ist so dunkel oben. Ist ein bisschen duster. Alter, was? Oh Gott. Ich hole meine raus. Ah, fuck. Erstmal so ein bisschen anfangen zu schrubben, damit man hier überhaupt erstmal reingehen kann. Irgendwas ist hier oben explodiert. So sah es aus auf jeden Fall auf den ersten Blick. Naja, weil da auch so Rußspuren sind. Was? Oh, fuck. Toilettensitz? Ein. Ah, geht doch. So, dann können wir nämlich das Wasser, was ich gerade mit hochgenommen habe, gleich wieder unten entsorgen. Kannst du wieder wegkippen gleich, oh je. Ach, du liebe Güte, ey. Ah. Why? Von wegen, ey. Kommt da? Yes. Einmal für mich. Kommst du wieder runter, oder? Ich komm gleich. Ich bin schon unterwegs. Hat man oben vielleicht einen Ofen auch? Ich fürchte ja irgendwie nicht. Shit. Nimm mal noch einen Eimer Wasser mit hoch und eine Kiste gleich. Ich hab die Lampe kaputt gemacht. No! Scheiße. God dang it. Ich guck mal, ob ich oben schon mal ein paar Teile einsammeln kann. Ja, wir sollten die Lampe doch nicht mit hochnehmen. Einfach drauf scheißen. Ah! Die machen wir nur kaputt und machen noch mehr Dreck, als da eh schon ist. Ey, übel. Ey, shit, komm schon. Geh da rein. Danke. Blöde Lampe. Huh.
Ja, voll schön. Ich fange dann schon mal an, die Teile zu sammeln hier, ne? Ja. Du kannst deinen Aufzug auch wieder rufen, wenn du hochkommen willst. Okay, ich sammle. Bring mal einen neuen Eimer mit. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und entsorg erst mal die, da sind noch ein paar Spritzer an der Wand hier rechts. Zwei, drei. Oh, warte mal ganz kurz, bevor du den Aufzug rufst. Ich hole meinen Eimer erstmal raus hier. Jetzt. Stand noch im Aufzug drin. Bin hier eh noch am Heilungstränke entsorgen. Was ist eine Sauerei, Mann? Echt mal. Könnt ihr nicht mal Hello Kitty spielen oder so? So, Obacht. Huch. Ich will überlegen, ob ich die Körperteile aufteilen soll in verschiedene Kisten. So, jetzt sind nur Beine. Das sind irgendwie nur Enddärme, was auch immer. Wir hätten übrigens schon wieder den Part voll, ne? Oh ja, stimmt. Das ist schnell gegangen. Oh Gott. Ich bin immer ein Putzwand. Jesus Christ. Na gut, okay. Dann machen wir hier einen kleinen Cut rein, oder? Ja. Würde ich sagen, gucken, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein. Wir singen.